Schauen wir uns einfach mal ganz kurz hier am Tor bei meiner Mosel an. Auf geht's, Digga. Hyper, hyper! Oh mein Gott, Junge. Das ist nur bis Andi da ist, keine hyper, Sorge. Hyper. Hallo, hola, 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 hallo. Hallo. Ich bin Philipp Amthor und ich... War er wirklich bei Dislike, Digga? Philipp Amthor war bei Dislike, Digga? Ich bin Geist, ich behindert. Ich bin Zeuge Jehovas, aber... Okay, das ist ja vollkommen in Ordnung. Also ich meine, wenn man in der christlich-demokratischen Union der CDU als Politiker antritt, dann darf man auf jeden Fall Zeugen Jehovas sein, das passt. Mein Vater ist unsympathisch, tiefer auch... Keine Grüße gehen raus! Und ich schau... Tja, gut, dass er... Also das wundert mich tatsächlich an der Stelle jetzt auch nicht, weil Sascha und Philipp, die sehen sich dann doch ziemlich ähnlich. Schau mir heute bei Apo mal sein Like-Dislike-Verhältnis an. Okay. Oh Mann, Alter. Würde ich nicht empfehlen. Ja, ich auch nicht. Amthor, du Scheiß-Penner. Oh, Digga. ApoRed disst Philipp Amthor. Herr Newstime, wo sind die News? Wir warten. Es macht ein Dislike. Gaming Guides, dankeschön. Aua, du willst auch ein echter sein? Nein. Scheiße. Ja. Ich schau mir heute bei Dislike mal Disse an. Alles von Rhino Sheesh. Das kann nicht kaputt gehen. Rhino Sheesh Hülle. Geht nicht kaputt. Mega Schwanz, der Kanz sagt. Philipp Amthor, jüngstes Mitglied der. Ja, gut. Ich bin Philipp Amthor, jüngstes Mitglied der Schubstaffel. Philipp, da müssen wir nochmal reden. Das ist, glaube ich, jetzt nicht mehr ganz so zeitgemäß. Naja, die Schubstaffel war ziemlich erfolgreich, würde ich sagen, lieber Megaschwan. Ja, gut. TKKK Lewis sagt, bald bei Galileo History, jüngster 16-Jähriger der Welt. Könnte ich gemeint sein, aber... Ich könnte aber gemeint sein, aber kein aber. Ich bin gemein, aber ich bin ein Schwein, aber mein Schwanz ist klein, aber ich höre gern, aber... Schulhof History habe ich bisher noch nicht gemacht. Okay, schade. Habe ich aber vor. Alles klar. So, jetzt kommt der Werbeblock. Eins hin, zwei im Sinn, fünf hin, eins im Sinn, macht 50. Für mich eine Glanzleistung. Saas. Für meine Haut. Saas. Die Innovation von Schwanzkopf. Würde ich nicht zum Kauf empfehlen, Lohn. Ich bin eine Schande, aber... Ich bin eine Schande? Ist ein Schandlevel, das habe ich verdient. Henry noch... Ich schwöre diese Augenbrauen, Digga. 29. Amthor muss sich mal richtig einwichsen und eine Alte der AfD überlassen. Ja, dagegen spricht CDU-Politik, aber CDU ist Scheiß. Mist. Erdogan 69. Ja. Amthor muss mal richtig einen saufen und eine Alte Ziege ballern. Absolut geile Idee, das hilft auf jeden Fall. Hab ich vor, also Ziege ficken finde ich gut. Young Cody, der Alter. Typ sieht aus wie jemand, der früher auf dem Schlachthof zerfleischt wurde. Aha, was das auch ist, weiß ich nicht. In jedem Fall, ich hatte auf dem Schlachthof keine Probleme, aber Young Cody, seine alte Schlampenmutter, habe ich irgendwie beim Ballern. Schlecht in Erinnerung, aber da eine alte kann gut blasen, das muss man der lassen. Leute, ich muss mir ganz das Original reinziehen. Tor, CDU-Bundestagsabgeordneter und ich schaue mir heute bei Dislike mal einige Kommentare an. Scheiße, das kann ja nur unangenehm sein, oder? Kanz sagt, ich bin Philipp Amthor, jüngstes Mitglied der Muppet Show. Naja, die Muppet Show war ziemlich erfolgreich, würde ich sagen, lieber Mega-Hans. Alter, ist das unangenehm, Junge. Ist das unangenehm, Digga. TK Lewis sagt... Diese Dislikes, Junge. Alles klar, Digga. Moment, Moment. Da muss ich doch ganz kurz mal... Alles klar. Andere Sorte Hose. Andere Sorte Hose. Schlüpfer. Moment. Okay, ein anderes Wort für heiß. Ich suche eigentlich das Beste auf alles klar, aber ich finde es gerade nicht. Ist scheißegal, ich hab's versaut. Schauen wir einfach weiter.
Bald bei Galileo Mystery. Jüngster 70-Jähriger der Welt. Könnte ich gemeint sein, aber Galileo Mystery ist ein Level, das habe ich bisher noch nicht erreicht. Junge, ist das unangenehm. Mr. Lift sagt, Gott, dieser Typ ist so sympathisch wie Lungenkrebs. Ich finde Mr. Lift, so ein Kommentar ist auch genauso unsympathisch wie Lungenkrebs. Junge, wie konterst du denn, du Spasti, Alter? Os Bossart. Ein Preuße muss der CSU unter die Arme greifen. Franz Josef Strauß würde sich im Grabe umdrehen. Also gegen den Preußen habe ich erstmal gar nichts, ganz im Gegenteil. Das finde ich gut, bin ich mit viel Stolz, preußische Tugenden. Junge, weißt du überhaupt, was du da sagst, Digga, was preußische Tugenden überhaupt sind? Das ist was Gutes auch für unsere Zeit und... Alles klar. Der Franz Josef Strauß, glaube ich, hat... Schauen wir mal ganz kurz, was preußische Tugenden denn so sind. Preußische Tugenden. Gucken wir mal ganz kurz rein, meine Freunde, was die preußischen Tugenden so aussagen. So. Gesamtgesellschaftlicher Sauberkeit, Sparsamkeit, Toleranz, Unbestechlichkeit zurück. Gut, das kann man natürlich jetzt auf die gesamtgesellschaftliche Bedeutung umlegen. Man kann es aber auch auf die militärische Bedeutung umlegen, die tatsächlich ja hier in der militärischen Bedeutung sehr viel mehr Anwendung damals in Preußen gefunden hat. Dicker. Aber das passt schon, Digga, das passt schon. Ich hätte da gar nichts gegen gehabt. Henry 29. Amtor muss sich mal richtig einsaufen und eine alte ballern. Ja. Dagegen spricht gar nichts. Das für den Sprachniveau würde ich so jetzt nicht verwenden, aber. Also Philipp, der hat auch mal Bock, eine richtig wegzuflexen. Bin ja auch Politiker. Axel. Bin ja auch Politiker, da wird nicht gefickt. Ölner. CDU-Politik, um das Feld nicht der AfD zu überlassen, ist wie auf der Autobahn konsequent links mit 80 fahren, um das Feld nicht den Sportwagen zu überlassen. Wow, das ist ja jetzt. Ganz kreativer Typ, also ich würde sagen, wenn die AfD so ein Sportwagenmodell ist, würde ich nicht zum Kauf empfehlen und rein tatsächlich stellen die sich im Parlament auch eher mit ein paar weniger PS dar. Young Cody, der Typ sieht aus wie jemand, der früher auf dem Schulhof zerwichst wurde. Zerwichst wurde! Aha, was das auch ist, weiß ich nicht. Wie kann man nicht wissen, was zerwichst ist? Digga, du bist 26, Alter. Was ist mit deiner Sprache geschehen, Junge? Was ist denn mit dir passiert? In jedem Fall, ich hatte auf dem Schulhof keine Probleme, aber an seine Schulzeit scheint der Typ ja eher irgendwie schlechte Erinnerungen zu haben. Mir ging es da nicht schlecht. Ja, weil du dich die ganze Zeit im Lehrerzimmer versteckt hast, Brudi. Whoever sagt, Vorsicht, Philipp Amthor besucht deine Oma, packt ihr Schlafmittel in den Kamillentee und raubt ihr skrupellos den Familienschmuck. Habe ich bisher noch nicht gemacht. Hat aber gerade nicht gesagt, dass es nicht vorhat. Also aufpassen. Schützt die Altenheim vor Philipp Amthor. Und der alte Milfhunter. Und auch nicht vor. Dodo McGuy, wie der deutsche Steve Urkel. Ich kenne diesen Steve Urkel irgendwie nur von irgendwelchen Facebook-Kommentaren, der mit mir dann immer assoziiert wird, aber... Dicker, Steve fucking Urkel, Philipp Amthor, du bist 26 Jahre alt, du bist genauso alt wie ich, Digga. Und jeder sollte wissen, dass Steve Urkel einer der wichtigsten Charaktere in Prince of Bel-Air ist, Digga. Wir können ja mal ganz kurz schauen, wer Steve Urkel ist, Digga, ja, damit ihr eine ungefähre Vorstellung habt, wer Steve Urkel ist. So, und ich finde, das hat echt eine Menge von Philipp Amthor hier. Also ich sehe jetzt da tatsächlich zwischen ihm hier und ihm hier keinen großartigen Unterschied. Steve Urkel und Philipp Amthor, eine Person, confirmed. Aber ich finde, die Ähnlichkeit hält sich in Grenzen. Prinz von Bel-Air mit 2L, bitte. Brille, die ist im Real auch gar nicht so groß. Gehirnamputierter Behälter für amphibische Urschalze, also kreativer Name.
Wenn ich sein Vater wäre, hätte ich ihn an einen Wanderzirkus verschenkt. Ja, da bei dem, würde ich sagen, bei dem User ist der Name Programm. Hey, halt doch dein Maul, was ist denn das für ein Diss? Minecraft kommt jetzt, keine Sorge Leute. 2 Minuten und dann ist Andi da. Felix Max Neumann. Amthor flirtet mit den Rentner-Bitches. Also, mir geht's um politische Inhalte. Und ansonsten auch nicht mein Sprachstil. Und nicht um Sex mit alten Frauen. Das soll mal klargestellt sein an der Stelle. Ninja Eis. Witzig ist ja, dass er nie irgendetwas Inhaltliches sagt, sondern nur sagt, dass man was Inhaltliches sagen sollte. Da sollte sie mit ihrem Ninja Eis aber vielleicht nochmal genauer nicht nur zusehen, sondern auch zuhören. Also zu wenig Inhalte höre ich selten den Vorwurf und ich glaube, der ist auch echt unberechtigt. Masterpiece HD. Philipp der Gilfhunter. Stimmt, Steve Urkel ist von Alle unter einem Dach, nicht von Prince of Bel-Air. Ich habe mich vertan. Solche Begriffe sind mir gänzlich unbekannt. Tretbootpilot. Philipp Amthor, ein 76-Jähriger im Körper eines 26-Jährigen mit dem Gesicht eines 16-Jährigen. Ja, der Klassiker, der Altersjoke geht immer. Deswegen, ich würde mich lieber ein bisschen über inhaltliche Kommentare freuen. Die sind meistens eher sparsamer gesehen. Ist ja auch schwieriger. Hashtag R2G. Ja, Alter. R2G, schon mal schlechte Formel. Ja, rot, rot, grün, das wollen wir nicht. Was sagt er? Ein junger CDUler halt. Junge, ein tut Glas das Karriere mir weh, Digga. Top-Spieler-Sohn. Gut, schauen wir mal ganz kurz in die Kommentare. Philipp ist ein Hybridwesen, Enkel und Opa zugleich. Ich glaube so langsam, dass der Amthor ein schlechter Scherz ist. Irgendwann geht der Reißverschluss auf den Joko und Klarspringen raus. Er müsste meine Alter beiern. Ja, da spricht nichts dagegen. Wer kommt CDU-Tube, Alter? Jo, Olli, geiler Puff hier, das ist ein Kindergarten. Philipp Amthor, geiler Puff hier, das ist ein Altersheim. Ja, da sind wohl beide ein bisschen auf unterschiedlichen sexuellen Trieben unterwegs. Das ist vollkommen in Ordnung. Hipper Typ für einen 70-Jährigen, das stimmt. Rezo, peinlicher geht nix. Philipp Amthor, hold my beer. Amthor muss mal richtig saufen, da spricht nichts dagegen, Alter. Rezo, mehr blamieren kann sich die CDU nicht mehr. Amthor, hold my Aktenkoffer. Ich glaube, er hat heute mal zum ersten Mal Bitches gesagt. Der war bestimmt Klassensprecher, ist zum Sekretariat gegangen, als der Lehrer zu spät kam. Genau so einer war das, Digga. Mal abgesehen von dem politischen Zeug finde ich ihn irgendwie lustig. Philipp Amthor ist auf jeden Fall eine sehr unterhaltsame Persönlichkeit. Das kann man nicht anders sagen. Aber ich glaube, ungewollt unterhaltsam. Wisst ihr, was ich meine? Ja? Ungewollt unterhaltsam ist er. Und das ist nämlich ein Problem, glaube ich tatsächlich.